Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Jeder kennt die Schwierigkeit, das Erwerbsleben mit den privaten Wünschen unter einen Hut zu bekommen. Eine Umfrage des IAB aus dem Jahr 2014, die hier schon mehrfach zitiert wurde, bestätigt das sogar. Darin erklären Beschäftigte, dass sie sich fast durchweg andere Arbeitszeiten wünschen. Diejenigen, die in Vollzeit beschäftigt sind, möchten gern weniger arbeiten. Diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, würden gerne mehr verdienen. Unter Landwirten haben wir für jenes Phänomen eine Redewendung. Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer etwas grüner. Ich möchte damit nicht den oftmals berechtigten Anliegen der Beschäftigten abschätzig entgegentreten, ganz im Gegenteil. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Durch die zunehmende Digitalisierung und der Industrie 4.0 verändern sich Arbeitsprozesse. Sie werden immer effizienter, dadurch steigt der Bedarf an flexiblen Arbeitszeitmodellen. Für die Beschäftigten ergeben sich aber nicht ausschließlich Risiken, sondern auch große Chancen. Und genau an dieser Stelle gehen die Analysen der Grünen und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Entwicklung der Arbeit von morgen weit auseinander. Sie wollen gesetzlich festlegen, wie Arbeit und Leben geregelt werden soll. Wir wollen sozialpartnerschaftliche Lösungen, die die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der Arbeitnehmer intelligent zusammenbringen. Von politischer Seite können wir nun mal nicht alles so gestalten, wie wir es privat gerne hätten. Es muss am Ende auch funktionieren. Ansonsten erweisen wir denen, die wir schützen wollen, einen Bärendienst. Vor allem wecken wir Hoffnungen, die wir so nicht einlösen können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Ihre Forderungen hören sich erst mal gut an. Ich stimme Ihnen sogar in der Analyse der beschriebenen Situation zu. Allerdings ziehen Sie daraus die falschen Schlüsse. Lassen Sie mich dies an drei Einschätzungen festmachen, die meines Erachtens in Ihrem Antrag gewaltig fehllaufen. Erstens, Sie betrachten den Arbeitsmarkt ausschließlich aus Sicht des Arbeitnehmers. Der Arbeitsmarkt ist nun mal, wie der Name sagt, ein Markt. Und wenn Unternehmen erfolgreich sind, können sie Beschäftigung schaffen und nur dann. Dies gilt unter Bedingungen einer globalen und immer mehr vernetzten Wirtschaft erst recht. Dies muss nicht zwangsläufig eine Einbahnstraße zulasten der Arbeitnehmer sein. In den allermeisten Branchen geben sich die Betriebe sehr große Mühe, passgenaue Angebote für ihre Arbeitnehmer zu finden. Ja, warum tun sie dies? Unternehmen bringen die Wünsche der Arbeitnehmer und den Marktbedürfnissen so in Einklang, dass eben auf beiden Seiten Synergien entstehen. Sie wollen alles gesetzlich regeln. Das wäre allerdings nur Sand im Getriebe einer sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit. Außerdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass jeder kluge Unternehmer alleine schon aus Gründen des Fachkräftemangels das Wohl seiner Beschäftigten im Auge hat. Hören Sie mir doch erst mal zu. Sie vermitteln zweitens mit Ihrem Antrag ein falsches Bild von der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Ja, es gibt Befürchtungen vor Entgrenzung der Arbeit. Damit geht die Gefahr einher, dass man im Beruf jederzeit und überall erreichbar sein muss. Auf der anderen Seite zeichnen Sie das Bild starrer Bürozeiten, die den Mitarbeitern kaum Mitsprache erlaubt. Beide Extreme gibt es. Allerdings erwähnen Sie nicht, dass wir bereits heute hohe Standards im Arbeitsschutz sowie Mitsprachemöglichkeiten haben. Viele Dinge sind bereits geregelt. Sie fordern beispielsweise, dass berufliche Tätigkeit im Urlaub als Arbeitszeit gelten. Laut Bundesarbeitsgericht haben Arbeitnehmer einen fest verbürgten Anspruch auf Erholungszeit. Arbeitnehmer dürfen nur bei sehr zwingenden Notwendigkeiten ihre Beschäftigten kontaktieren. Somit ist diese Sachlage eigentlich klar. Mehr noch, 70% aller Unternehmen bieten familienfreundliche Maßnahmen an. In 80% der Betriebe gibt es Beschäftigte, die in Teilzeit arbeiten, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Es gibt individuelle Festlegungen von Wochenarbeitstagen, flexible Pausen und Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit. Kurz gesagt, auch hier wird sehr vieles von den Sozialpartnern gemeinsam gelöst. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, am gravierendsten ist aber vielleicht drittes, welches Bild Sie generell hier vom Arbeitnehmer vertreten. Sie fordern, und ich zitiere, Beschäftigte sollen mehr Mitsprache
über Umfang, die Lage und den Ort ihrer Erwerbstätigkeit bekommen, damit Arbeit gut ins Leben passt. Das hört sich zwar erstmal reichlich weltfremd an, ist es, aber auch die Rechtsprechung bezieht hier ganz klare Stellung, allerdings nicht in dem Maße, wie Sie es hier beschreiben. Per Definition stellen Arbeitnehmer gemäß eines Vertrages ihre Arbeitskraft gegen Entgelt zur Verfügung. Mich würde daher schon interessieren, was genau Sie sich unter abhängiger Beschäftigung vorstellen. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Es ist ein Tausch von Zeit gegen Geld. Und derjenige, der bezahlt, kann sagen, was, wie und wo gemacht wird. Und das ist nun mal der Arbeitgeber. Das ist die Realität. Und diese Realität bringt auch gewisse Vorteile für den Arbeitnehmer mit sich. Logischerweise den Lohn, also ohne Geld des Arbeitgebers, hat der Arbeitnehmer auch keine Leistung zu bringen. Arbeitnehmer haben auch dadurch ein Recht auf Erholungsurlaub. Sie haben Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Aber vor allem muss der Arbeitgeber auch dann zahlen, wenn er nicht in der Lage ist, seinen Arbeitnehmer voll und ganz auszulasten. Das Unternehmerrisiko liegt bei ihm. Wenn nun aber Arbeitnehmer mitbestimmen, wie, wann und ob überhaupt sie ihre Arbeit verrichten, inwiefern sind sie dann noch abhängig? Mir stellt sich dann die Frage, ob Arbeitgeber in Zukunft auch wählen können, wie, wann und ob sie ihre Beschäftigten überhaupt bezahlen. Wie stellen Sie sich das vor? Kann bald jeder kommen und gehen, wann er möchte? So kann das nicht funktionieren. Ob Automobilindustrie, Tourismusbranche oder IT-Bereich oder auch in der Landwirtschaft, in nahezu allen Branchen oder die Branchen sind alle immer volatiler werdenden Märkten ausgesetzt und darauf müssen Unternehmen auch reagieren können. Wenn nun zum Beispiel in einem Gastronomiebetrieb nichts los ist und die Chefin ihren Mitarbeitern den Nachmittag freigibt, kann doch daraus kein dauerhafter Anspruch auf Wahlarbeitszeit erwachsen, nur weil die Mitarbeiter dies als angenehm empfinden. Genauso wenig macht es Sinn, dass zum Beispiel meine Mitarbeiter auf dem landwirtschaftlichen Betrieb beliebig entscheiden, wann sie die Kühe melken. Das kann schon alleine aus tierschutzrechtlichen Gründen so gar nicht stattfinden. Das müssten Sie als Grüne eigentlich wissen. Das alles hat also nichts mit Weisungsgebundenheit zu tun. Das ist eine falsch verstandene Flexibilität. Das kann nicht funktionieren. In der Tat, wo Sie recht haben, wir brauchen Flexibilität. Ohne Frage, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir brauchen eine Flexibilität, die beiden Vertragsparteien gerecht wird. Sie muss die Lebensrealität von Arbeitnehmern und von Arbeitgebern zusammenführen. Fazit: Auch uns ist an Lösungen gelegen, die die jeweiligen Lebensumstände Rechnung tragen. Die letzte Bundesregierung hat bereits 2012 das Thema Zeitsouveränität in den Vordergrund gestellt. Es braucht Lösungen, die zur jeweiligen Lebenssituation der Betroffenen passt. Dafür wurden in den vergangenen Jahren bereits eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Pflegezeit. Damit können Angehörige für eine bestimmte Zeit aus dem Beruf aussteigen und danach wieder zurückkehren. Seit 2014 ist auch eine Beschäftigung über das Renteneintrittsalter hinaus unkomplizierter möglich gemacht worden. Dies gibt beiden Seiten mehr Flexibilität, da sie sich nicht mehr auf lange Zeiten festlegen müssen. Es muss generell noch leichter werden, zwischen Teilzeit und Vollarbeitszeit wechseln zu können. Da haben Sie auch ein Stückchen weit recht. Dafür brauchen wir bessere arbeitsrechtliche Instrumente. Wir werden hierfür das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen. Gemeinsam mit der Wirtschaft haben wir Leitsätze für eine familienbewusste Arbeitszeitkultur erarbeitet. Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf keine hohle Phrase sein. Das Unternehmensprogramm Erfolgsfaktor Familie hat sich bewährt. Das zeigt auch die Studie von Allensbach aus dem Jahr 2015. Ja, Zeit ist ein grundlegendes Bedürfnis von Menschen. Ein Ruf nach gesetzlichen Änderungen, wie Sie sie hier fordern, ist jedoch nicht hilfreich. Wir erleben aktuell epochale Veränderungen im Arbeitsleben. Die Digitalisierung bringt unweigerlich Flexibilisierung der Arbeit mit sich. Dies bietet Risiken, aber auch Chancen. Ich bin davon überzeugt, dass sich in der gelebten Praxis so manche Herausforderung besser regelt, als Politik dies auf dem Reißbrett verordnen kann. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Nächstem Redner teilt das Wort dem Abgeordneten Dr. Martin Rosemann, SPD-Fraktion.